Nimo, was geht ab? Wie geht's dir? Alles gut, mein Bruder. Gut, Alles gut, Alhamdulillah, mein Bruder. Bester. Wie geht's Alles dir? Was bestens, geht ab? Bruder. Wie verbringst du diese Quarantänezeit gerade? Bruder, ich bin hier in Dubai bei unserem Bruder Mo. Wir sind in seinem Apartment. Und Bruder, was soll ich dir sagen? Wir haben viel Spaß, aber uns geht's auch auf die Eier. Weißt du, Ja, was ich meine? ist komisch ein bisschen. Du bist, glaube ich, so kurz bevor das richtig krass ernst wurde, bist du nach Dubai. Also das heißt, du bist schon ein bisschen länger da, glaube ich, ne? Bruder, ich bin jetzt ungefähr 2 Wochen hier Ja. und ich bin am letzten Ausreisetag gegangen. Ah, okay. Am letzten Wow, Wahnsinn. Ausreisetag, Bruder. Ja, genau. Okay. Also, das hat. Ich bin von der Türkei gekommen, ich bin von Istanbul gekommen, weil Ja. die gesagt haben, ey, heute letzte Möglichkeit von Istanbul rauszugehen. Ja, Dann war ja. ich da und dann war so, ey, was geht ab, Alter? Die Leute kacken gerade übel ab und ich muss Videos drehen, dies, das, hin und her. Dann hat mein Bruder Ali zu mir gesagt, ey, komm nach Dubai. Wir drehen hier Videos, wir haben alles. Bruder, dann bin ich hergekommen. 4 Tage war alles gut. Auf Ja. einmal sagen die auch, ey, alles macht zu für 15 Tage. Okay, eine Woche später, Bruder, was heißt eine Woche später? Ein paar Tage später sagen die, ab 8 Uhr darf keiner rausgehen. Bis Ach 6 Uhr krass, morgens, okay. weil die die Straßen reinigen, weißt Ja. du? Es darf keiner Wow. raus, weil ab 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens die Straßen gereinigt werden. Ja. So, und. Ja, Bruder, es ist halt öde, aber ich glaube, es ist immerhin noch besser, wie in Deutschland zu Hause zu sein, Bruder. Weißt du, wenigstens ein Ja, bisschen das Wetter gutes ist schön. Wetter, Bruder. Ich habe gesehen, ihr habt schon da richtig Utensilien, euch geholt, PlayStation, Sportsachen, damit ihr ganz Bruder, normal am alles, Start ja. seid. So. Bruder, ich glaube, ohne diese PlayStation und ohne diese Sportsachen wäre es ja richtig, richtig hart, Bruder. Ja, voll, stelle ich mir voll hart Weißt vor, du? ne? Weil jetzt kann man Ey! ja auch gar keine PlayStation mehr kaufen. Stell dir vor, wir werden Stimmt. jetzt einfach hier so auf Handy die ganze Stimmt, 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 Zeit. stimmt. Stimmt. Ja, Mann. Ey, die guten Nachrichten, die du heute gedroppt hast, bald kommt endlich wieder neue Nimo-Mucke, ein neues Nimo-Tape, Alter. Steinbock heißt das Endlich. Teil. Endlich, Ja, Mann. genau. Genau, Cover und alles genau. angekündigt. Ich meine, wenn wir über den Begriff Mixtape reden, ist bei dir natürlich Sondersituation, weil du bist mit Mixtape damals reingekommen und nicht einfach irgendein Mixtape, Mann. Das war so eine Offenbarung. Ich würde sagen, fürs deutsche Mixtape-Game war das damals einfach ein Gamechanger. So wie damals 50 Alben gedroppt hat und die Dinger Mixtape genannt hat, war Habibi Würde ich auch auch etwas. sagen. Würde ich auch sagen, dass Habibi auf jeden Fall ein Gamechanger war. Ja, voll, voll, voll. Ja. Wie fühlt es sich für dich an nach dem Mixtape? Also seitdem hast du nur noch Alben gebracht, Collabo-Alben, Solo-Alben, etc., etc. Jetzt wieder mit dieser Mixtape-Energie ranzugehen, so. Bro, ich sag dir ehrlich, meiner Meinung nach, so ist es das stärkste Mixtape, was Deutschland je zu hören bekommen hat, also je zu hören bekommen wird. Sag ich dir ehrlich. Weißt du? So, weshalb nenne ich es Mixtape, weshalb nenne ich es nicht Album? Sage ich dir auch ganz locker und einfach, Bruder. Weil wir die Songs aufgenommen haben, in einer Nacht, an einem Tag. Und ich habe so Psy gesagt, geh da einmal rüber und fertig. Weißt du? Ich werde da nicht sitzen und sagen, ey, hier will ich nochmal das so haben und hier will ich nochmal so haben. Einfach machen und raus. Und das ist für mich Mixtape, Bruder. Album ist für mich Parkmentalität, fein Details. Weißt du, was ich meine? Ja, verstehe ich. Album ist für mich fein Details. Ich meine, Nimo Original haben wir auch in einer Zeitspanne von 2 bis 3, 4 Wochen aufgenommen. Aber wir haben nochmal 1, 2 Monate dran gearbeitet und gefeilt und getan und oh nein, okay, das muss doch mal so und hier noch eine Gitarre und hier ein Klavier und weißt du, was ich meine? Ja, voll, 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 voll. Deswegen auch ist es für mich ein Mixtape, Bruder, weißt du? Aber es ist meiner Meinung nach das stärkste Mixtape, was Deutschland bis jetzt zu hören bekommen hat, Bruder. Ich will jetzt alle anderen nicht kritisieren, die Mixtapes machen, Bruder, um Gottes Willen, weißt du? Aber ich kann Ja, nur von ja, mir ja. selbst sprechen und ja. Ja, ist ja normal, Bruder. Normalerweise müsste jeder so von sich denken, dass er die geilsten Sachen droppt. Und ich habe ein Ja. paar Tracks schon gehört. Ich weiß nicht, ob ich das sagen kann. Ein paar Tracks hast du mir schon gezeigt, Alter. Und ich Ja, bin Bro, ehrlich du bist gesagt. der Erste gewesen. Du bist der. Ich hab's aufgenommen, Bruder. Am Dankeschön. nächsten Tag habe ich es dir geschickt, Bruder. Oder am selben Abend habe ich sie noch geschickt, weißt du? Krass, Mann. Ich Ich hab bin dir ehrlich gesagt, gesagt Bruder. auch überrascht gewesen, als du mit dem Begriff Mixtape um die Ecke kamst. Dann habe ich an Habibi gedacht, dachte ich mir so, okay, macht schon Sinn so. Der Junge droppt nicht einfach so irgendwelche Mixtapes, sondern das sind eigentlich Alben, so, weißt du, verkleidet als Mixtapes kommen die so raus. Aber ja, ey, das, was Ja. ich gehört habe, war auch auf allerhöchstem Level. Die Songs, die du schon gedroppt hast, seit dem Original, Remember zum Beispiel, wird das auch auf dem Mixtape Ja. drauf sein? Remember wird auch auf dem Mixtape drauf sein, genau. Der Song für meine Frau, nur wegen dir, wird auch auf dem Mixtape drauf sein. Hammer. Haben sie gesagt, komm, pack den auch drauf. Ja. Und ja, guck mal, die Sache ist die, mein Bruder.
wie du schon sagst, ich kam mit Habibi und Habibi hat meiner Meinung nach auch viel über mich erzählt, weißt du? Ja, es war ja, so wie ein Vorstellungsmixtape so. Die Leute haben das gehört und die haben so einen Einblick in meine Welt bekommen. Die haben einen Einblick bekommen, wie ich gelebt habe, was ich gemacht habe, wie ich drauf war. Und ich glaube, nach Habibi ist Steinbock der zweite Einblick auf mein Leben, so, weißt du? Mhm. So, Nimo Original, sage ich dir ehrlich, gab es auch ein, zwei Songs, die natürlich naheliegend waren und persönlich waren und wo man sagt, okay, alles klar, jetzt verstehe ich, wie er so und so und so, aber Nimo Original war eher für mich Musik und Kunst, weißt du? Mhm. Das Ding ist auch Musik und Kunst, aber es ist pure Emotion. Bruder, jedes Lied ist durch Emotionen entstanden. Ja. Entweder gute Emotion, traurige Emotion, aggressive Emotion und Bruder, wie es jeder mittlerweile weiß, Bruder, ob die es nochmal hören wollen oder nicht, ich bin todesverliebt, ich habe die Frau meines Lebens gefunden und diese Frau gibt mir täglich Energie und ich gehe ins Studio, Bruder, entweder weil wir uns gerade gestritten haben, kommt was raus oder Bruder, ja. Guck mal, ich rede mit meiner Frau auf Englisch, verstehst du? Hammer, ja, und, ja. Und manchmal ist es schwer, auf Englisch, auf eine andere fremde Sprache, seine Gefühle so zu äußern, so klarzustellen, wie auf seiner Muttersprache. Meine Muttersprache ist eigentlich iranisch, aber Bruder, meine Muttersprache ist Deutsch. Ich bin Deutscher. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ich lebe in Deutschland, ich denke auf Deutsch, also ist meine Muttersprache Deutsch. Ja. Okay, nun habe ich, Bruder, wenn ich mit ihr geredet habe, wenn wir uns manchmal nicht verstanden haben, habe ich das im Studio rausgelassen, weißt du? Mhm. Wenn es dann soweit ist, Bruder, werden wir uns nochmal auf jeden Fall treffen. Können wir sehr gerne, Bruder, über das Album quatschen. Ja. Weißt du? Dann werde ich dir auch noch Näheres erklären, Bruder. Aber jedes Lied auf diesem Mixtape, Bruder, ist real. Real, 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 real. Nimo Original ist auch real. Ich will nicht sagen, dass Nimo Original nicht real ist, aber Nimo Original, wie ich gesagt habe, einige Texte waren 7 Jahre alt, mein Bruder. Die waren älter. Sprich, sprich, sie sind nicht mehr der heutige Mensch gewesen. Ja. Steinbock bin ich. Weißt du? Das bin ich, Bruder. Und die Leute haben ja Zeit, sich damit zu befassen, was die Eigenschaften eines Steinbocks sind. Weißt du? Ja, ja. Und diese Eigenschaften findest du auch wieder im Mixtape. In meiner Musik. Ist krass. Du hast so ein bisschen was geschrieben dazu mit dem steinigen Weg und so weiter und so fort. Und Steinbock ist natürlich auch auf Englisch, diese Goat-Spielerei steckt da vielleicht auch ein bisschen drin. Aber dein gar Schlagzeug nicht, gar nicht. Daran habe ich gar nicht gedacht, Bruder. An diese okay. Goat habe ich gar nicht gedacht, sage ich dir ehrlich. Okay, dein Sternzeichen ist aber Steinbock, ne? Du bist 24. 25. Mein Sternzeichen ist Steinbock, genau. Ja. Und auf meinem Cover ist noch ein Skorpion. Mhm. Aber das behalten wir noch für uns, mein Bruder. Okay. Wer sich denken kann, kann sich denken, Bruder. Wer nicht, soll einfach warten, bis wir auspacken. Es ist wahrscheinlich eine andere Person, würde ich schätzen. Oder wie tief bist du in diesem Sternzeichen-Game drin? Seit wann ist es dir so, ist ein Teil von dir krass bewusst, dass du Steinbock bist? Und seit wann hast du dich damit beschäftigt überhaupt? Meine Mom ist in diesem Ding schon immer drin gewesen. Mhm. Schon immer. Meine Mom ist auch Steinbock. Ah, und wow, krass, okay. Genau, meine Mom ist auch Steinbock. Und meine Mom ist da schon immer drin gewesen. Immer, immer, immer. Hm. Ich sag dir ehrlich, als Kind habe ich immer gedacht, ach, das ist voll der Scheißgelaber. Weißt du? Ja. Nun, Bruder, wenn du verliebt bist, Bruder, wenn deine Freundin dir mal so ein paar Sachen schickt und es trifft einfach wirklich auf dich zu, dann fängst du an, so ein bisschen nachzudenken, weißt du? Ja. Und das stimmt, Bruder. Es gibt manche Eigenschaften, die passen echt zu mir, Bruder. Mhm. Ich lese das manchmal und denke mir, Alter, woher kennen die mich, Bruder? Woher wissen die das? Ja, da muss was dran sein, Bruder. Da muss was dran sein. Das soll nicht heißen, dass ich nicht an Gott glaube, dass ich nur an das glaube. Nein, aber Bruder, das stimmt. Ja. Wenn die sagen, der Steinbock ist zielstrebig, der Steinbock ist ein Sturkopf, wenn der Steinbock sich was vornimmt, dann egal was kommt, er macht das Ding. Keiner kann ihm was einreden. Dann passt das zu mir, Bruder. Mhm. Weißt du? Von daher... Mhm. Das hat mich so dann irgendwie da reingebracht. Plus dazu noch, dass meine Mom das mir gesagt hat, dann dachte ich mir, okay, alles klar, da muss was dran sein, weißt du? So. Wie krass hast du dich kennst du so deinen Aszendent und diese ganzen Sachen, die dann noch da dran hängen? Was ist Aszendent, Bruder, jetzt? Aszendent, Mondzeichen und dieses ganze Zeug. Du bist ja noch weiter drin als ich, mein Bruder. Noch weiter drin als du, ja, Aszendent weiß ich nicht, Bruder. Aber was ist denn Aszendent? Erklär mir mal, Bruder, wenn wir schon darüber reden.
Ich bin auch kein Experte bei dem Thema, aber das kannst du alles ausrechnen, wenn du weißt, um wie viel Uhr du geboren wurdest, wo du geboren wurdest. Ah, okay, 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 okay. Okay. Wie die Sterne halt standen zu dem Zeitpunkt, wo du auf die Welt kamst, weißt du? Ah, okay. Krass, krass, krass. Ja, ja. Das sagt dir dann so Sachen über andere Aspekte deiner Eigenschaften, wie du in der Kommunikation nach außen bist und so weiter und so fort. Okay, okay, okay. Krass, Mann. Wir haben ja Zeit, Bruder. Ich werde mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Weißt Hammer. Du? Hammer. Wie heißt das, Bruder? Ich schreibe das mir direkt auf. Aszendent? Genau. Aszendent. Also wenn du deine Mutter und deine Frau fragst, die wissen das safe. Okay, wo habe ich mir aufgeschrieben? Hammer. Geil. Oh, du hast jetzt aber kein Datum rausgegeben für Steinbock. Es ist wahrscheinlich noch eher jetzt nicht, ein bisschen schwierig, Bruder, zu planen, ne? Noch nicht genau. Guck mal, ich sag dir ehrlich, eigentlich sollte das Mixtape im März kommen. Ja. Weißt du? Ja. Dann gab es ein Problem, Bruder, was eigentlich kein großes Problem ist, was die Leute angeht. Das kann ich dir mal privat erklären. Das ist nichts Großartiges. Es gab ein kleines Problem. Somit wurde es dann verschoben auf April. Nun müssen wir die Videos drehen. Und ich möchte ein paar Videos vorher raushauen, ich möchte ein paar Videos danach raushauen. Das geht nicht, Bruder. Ja, ja. Ja. Das Gute ist, wie ich dir ja gesagt habe, es wird nie wieder eine Nemo-CD geben, Bruder. Boxen macht man ja auch nicht zu einem Mixtape. Nein, 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 Bruder. Es gibt, wofür, Bruder? Wofür? Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Für Chartplatzierung, Bruder? Scheiß auf die Charts, Bruder. Wer kauft CDs? Wer braucht CDs, Bruder? Das ganze Ding läuft heutzutage über dieses Teil hier ab, Bruder. Ist so, ja. Wir haben uns gedacht, okay, wir verschieben das. Das sind also keine Gründe, weil die Boxen und die CDs nicht in die Läden reinkommen, sondern einfach, ich möchte die Promophase gut aufziehen, weißt du? Mhm. So, das Ding liegt mir am Herzen, Bruder, und ich möchte, dass das Ding auch die Aufmerksamkeit bekommt, die ich mir wünsche. Damit das alles passt, Bruder, braucht man eine längere Promozeit. Braucht man ein bisschen Vorlauf, Bruder, weißt du? Und desto später man anfangen kann, desto später kommt auch das Mixtape, ganz einfach. Ja, alles von Psy produziert wieder? Mm-mm. Der größte Teil ist von Psy produziert. Mhm. Und da sind noch drei andere Produzenten. Das werde ich dir jetzt verraten. Einmal haben wir da DTP. Ah, okay. Dennis, der Producer. Genau. Einmal haben wir Doki. Mhm. Und womit keiner jetzt rechnen würde, einmal haben wir Nico Nuevo. Oh, als Produzent? Als Produzent, mein Bruder, genau. Mm, nice, krass, okay. Ja, Mann, Hammer. Genau. Mit Nico haben wir mal geschrieben gehabt in Instagram. Ja. Entschuldigung. Wir haben mal geschrieben gehabt. Mhm. Ich habe gesagt, ey, Bro, ich bin in Berlin. Wie ist das? Das ist ein Studio. Okay, alles klar, hin und her. Wir sind ins Studio gegangen. Dann ist der Titelsong zu Steinbock entstanden. Steinbock selbst. Krass. Oh, wow. Auf seinem Beat. Okay. Ja, und dann haben wir noch eine Nummer für ihn gemacht. Mhm. Und ja, so ist es entstanden, Bruder. Ich habe den Beat gehört. Ja. Und an diesem Tag hatte ich Streit mit meiner Freundin. Auch wieder eine Meinungsverschiedenheit. Ja. Und das Ding geht genau so los. Bin im Studio, will arbeiten, doch Freundin fickt meinen Kopf. Ich warte stundenlang auf eine Nachricht, antworte mir doch. Ja, ja, ja. Ja, Mann. Hammer, Steinbock. Alter. Ich finde das so nice, wie du einfach so nah dran bist mit dem, was du schreibst, an dem, was dir tatsächlich passiert. Ich glaube, das ist bei kaum einem Künstler gerade in Deutschland so offensichtlich und wird von keinem so krass nach außen getragen. Weißt du, du bist einfach mit deiner Musik so krass synchron mit dem, was in deinem Leben passiert. Safe. Bei dem Mixtape am allermeisten bisher. Weil ich auch bei Nemo Original das Gefühl hatte, so die Phase, in der Nemo Original entstanden ist und die Songs entstanden sind und so weiter, in der Phase hast du dich auch krass entwickelt. So. In der Phase hat es angefangen, Bruder, ganz genau. Das hast du gut erkannt. Ich sehe das genauso. Ey, Bruder, mach mal ein bisschen leiser. Es ist natürlich schwierig, dann das Album auch so punktgenau hinzubekommen, weil man dann schon die ganze Zeit dran arbeitet und natürlich ist das Album in sich vielleicht ein bisschen unschlüssig, weil man sich währenddessen auch entwickelt hat, so, ne? Genau, ganz genau, verstehst du? Man entwickelt sich, es hört sich vielleicht dumm an, aber von Song zu Song lernst du mehr. Sammelst mehr Erfahrungen. Ja. Trennst dich von mehr Menschen. Lernst neue Menschen kennen. Hast neue Einflüsse, neue Inspiration, neue Motivation. Ja. Und deine Gedankenwege ändern sich. Mhm. Weißt du? Mhm. Es ist nicht so, dass ich Montag ins Studio gehe und Dienstag ein neuer Mensch bin, wenn ich wieder ins Studio gehe. Aber dieser Prozess, weißt du, von dem ersten Tag bis zum letzten Tag, auf jeden Fall, da habe ich mich geändert.
Ja. Weißt du? Ja. Und ich habe mir einfach gedacht, ey Bruder, die Songs, die stehen jetzt schon. Die Parts sind 7 Jahre alt. Wenn ich sie nicht jetzt raushau, Bruder, wann soll ich sie raushauen, Bruder? Wenn ich noch weiterentwickelt bin, dann passt es ja gar nicht, passt mit dem, was weniger. Ich sage, weißt du? Ja, passt dann noch weniger. Ich habe gesagt, komm, ein für alle Mal, tack, nimm Original, fertig. Und meiner Meinung nach ist es mir gut gelungen, Bruder, weißt du? Mhm. Also jetzt abgesehen vom Erfolg, dass ich das loswerde, was ich sagen möchte, plus dass ich das, was ich noch im Repertoire hatte, die alten Sachen auch noch kombiniere und fertig. Ja. Du hast auch, du hast auch letztens noch einen neuen Song rausgehauen mit LL Signing, mit NG. Genau, genau. Haben wir auch nochmal wieder ganz krass andere Richtung. Da hast du auch nochmal gesagt, wenn ihr dachtet, ich mache nur Liebessongs und so weiter, der harte Nemo ist auch noch am Start. Ich glaube, auf dem Tape werden auch noch harte Sachen drauf sein. Ne? Also klingt gemischt, sehr facettenreich, sehr das, was gemischt, du auf dem, in dem Instagram-Post geschrieben hast. Genau, Bruder. Also jeder, der mich kennt, jeder, der meine Musik kennt, schon seit Tag 1, weiß, Bruder, ein Mixtape, ein Projekt von Nemo ist nicht eintönig, Bruder. Weißt du? Ja, ja. Ich werde niemals auf einem Projekt nur rappen oder nur singen oder... Es wird immer gemischt sein, Bruder. Es wird immer gemischt sein, aber es wird auch immer real sein. Ja. Weißt du? Es wird immer real sein. Ab der Nemo Original-Ära, sagen wir es mal so. Ab Nemo Original hat eine Ära begonnen, Bruder. Und ab dann, Bruder, ist Musik Musik. Musik ist nicht nur Rap, Musik ist nicht nur Singen, Musik ist nicht nur Autotune, Musik. Musik ist Musik, Bruder. Ja. Musik muss langlebig sein, Musik muss, muss zeitlos sein, Bruder. Weißt du? Und mein Ding ist es, Bruder, Musik zu machen, die ich auch nächstes Jahr hören kann. Ich war zum Beispiel vorgestern mit Ali im Auto, wir sind gefahren und ich habe Karma gehört und ich dachte mir, wow, krass, Alter. Weißt du, ich meine, ich sag, der Song wird nicht langweilig, Bruder. Das der Song wird in 10 Jahren noch aktuell sein, weil es dieses Problem in 10 Jahren noch gibt. weißt du, was ich meine? Ja. So. Und ja, Bruder, so wird auch meine Musik sein, Bruder. Es sind alltägliche Probleme, die nicht nur ein Rapstar hat, sagen wir es mal so. Weißt du? Mhm. Es sind Sachen, die jeden Menschen treffen, Bruder. Es sind, betreffen. Es sind Sachen, Bruder, die einfach einen Menschen betreffen, die einen Heranwachsenden betreffen. Ja. Ja. So. Voll. Ja, Mann. Wunderschön, Alter. Ich liebe es, wie du gerade an Musik rangehst. Ich freue mich übertrieben auf das Mixtape und auf neue Infos. Wenn neue Musik kommt und ein bisschen vielleicht diese Phase sich gelockert hat und man endlich Videos drehen kann und ein bisschen mehr zum Projekt erfährt, Alter. Ich hoffe, vielen Dank. Woche, Bruder. Ich hoffe, ab nächste Woche. Daumen sind gedrückt. Daumen sind gedrückt. Ja, danke schön, mein Bruder. Was geht bei dir, Bruder? Ich hab dich nicht mal gefragt, Bruder. Was machst du so, Alter? Ach, alles bestens. Ja, ich bin ausgezogen aus meiner Wohnung. Das war ein bisschen stressig auch während Corona. Aber es geht weiter, Alter. Wie du siehst, jetzt hier von zu Hause Interviews machen. Killer. Und hoffen, dass sich das ein bisschen lockert. Und dann geht's wieder weiter, ganz normal, hoffentlich. Ich hoffe es, Bruder. Ich hoffe es für uns alle, wirklich. Ich hoffe es für uns alle. Ich habe mitbekommen, heute hat sich in Dortmund, oder gestern hat sich in Dortmund, ein Familienvater hat seine Familie umgebracht und sich selbst. Auf starken Depressionen, sagt man, weil er arbeitslos war oder so. Und jetzt denk einfach mal, wenn das noch einige Monate weitergeht, im Worst-Case-Szenario noch ein Jahr weitergeht, Bruder, die Leute werden einen Knacks bekommen. Ja, das ist natürlich psychologisch auch voll hart. Häusliche Gewalt geht krass hoch so zu Hause. Alle reden über jetzt Corona-Babys und so, dass ganz viele Babys rauskommen. Aber ich glaube auch, ne, also natürlich auch die schlimmen Sachen, die dann zu Hause in eigenen 4 Wänden passieren, die schießen jetzt natürlich auch hoch. Ne? Depression, Bruder. Weißt du, was ich meine? Ja. So, wenn du Scheiße baust und in den Knast kommst und dir da schon Depressionen schiebst, was ist, wenn du nichts machst und trotzdem zu Hause bleiben musst? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, genau. Ja. So, Digga, das ist hart, Bruder. Ja. Und du weißt, wie die Menschheit denkt. Warum bin ich gefickt? Ich hab doch gar nichts gemacht und die haben das doch, die sollen bestraft werden. Ja, so denken die Menschen, Bruder. Die Menschen denken nicht, okay, alles klar, wir müssen uns jetzt zusammenreißen. Bruder, wenn sich jeder zusammenreißen würde, wird das Ding drastisch runtergehen, Bruder. Mhm. Aber nein, Bruder. Die Leute denken sich, ich bin doch eh gesund. Ja, ich habe doch genau. eh keinen Kontakt. Und Bruder, dieses Denken, Bruder. Ja, das war. Deswegen, wir können einfach nur für alle hoffen, Bruder. Für uns selbst, für unsere Familien und natürlich für alle anderen Mitmenschen. Weil die anderen haben auch Familie, die anderen haben auch ein Leben, Bruder. Der eine härter, der andere besser. Aber jeder hat ein Leben und jeden sein Leben wird gerade gebremst. Und ich hoffe einfach für alle, dass es ein Ende findet und dass es einen guten Neuanfang findet, sagen wir mal so. Ja, weißt du? Ja, hundertprozentig. Bruder, vielen Dank für deine Zeit. Ey, gratuliere Bruder, dir zu Gold dir. Übrigens. Karma Dank, Gold gegangen. Dankeschön, mein Bruder. Vielen Dank. Sehr, sehr nice. Geil, viel Spaß auch. Drüben in Dubai, Alter. Haltet die Stellung, bleibt gesund alle. Und hoffentlich sehen wir uns bald wieder, Alter. Chodabokane. Pass auf dich auf, mein Bruder, ja? Mach's gut. Hau rein, mein Bruder. Bye, bye.